Feinde nähern sich. Du hast einige Kreaturen gesichtet, die sich eurem Standort nähern. Sie werden bald angreifen. Bereite dich besser darauf vor. Da sind wir dabei. Astrid, komm, knüppel dir schnell. Sehr schön. Dann können wir nämlich Lauren hier noch eine bessere Nahkampfwaffe geben. So, hier wachsen schon die Bäume. Sehr schön. Was ich auch ganz cool finde, ist, dass sie unterschiedlich schnell wachsen. Also es ist nicht so, dass die quasi, wenn du so baust, haben die alle die gleiche Wachstumszeit. Sondern ihr seht, das ist alles so ein bisschen random. Also hier vorne, die haben wir eigentlich somit als erstes gebaut. Die sind gerade mal bei 86 hier. Der ist kurz davor auch schon groß zu werden. Aber die wachsen alle unterschiedlich schnell. Und die haben auch alle unterschiedliche Erträge. Also entweder 5 oder 4. Ihr seht, die haben hier 5. Der hier zum Beispiel nur 4. Ich glaube, 5 oder 4 ist das, also ist die Spanne, die es haben kann. So, wir werden angegriffen. Hätten sie mal sammeln sollen, ne? Natürlich jetzt ungünstig, dass ich überhaupt darauf geachtet habe. So, wir sammeln uns mal hier. Ja, okay, Kralle, wunderbar. Okay, das war's. 4 Leute kamen und Astrid hat als einzige so ein bisschen was abbekommen. Sehr gut, dann können wir uns jetzt doch darum kümmern, den Kollegen zu holen. Naja, Rettungsmission. Dann wird es zwar ganz kurz mal wieder ein bisschen leerer bei uns in der Bude, aber egal. Ja, können wir hier auf dem Rückweg so noch ein bisschen was einsammeln. Oh, da vielleicht nicht. Oh, mal gucken. Da können wir auf jeden Fall auch noch hin. Ja, da ist auch noch okay. Aber wir gucken erstmal, was wir hier quasi wieder erleben dürfen. So, wer hatte denn diese Fähigkeit umschlingen? Da haben wir einmal heilen. Bei Sonja. Sollten wir auch immer nicht vergessen, dass wir so eine Fähigkeit noch haben. So, eigentlich glaube ich genau in der Mitte lang. Wo die Gegner eigentlich von allen Seiten kommen könnten. Bis jetzt kommt... Okay, ja... Gar kein Gegner, wollte ich sagen. Okay, das war's. Hä? Hä? Was? Oh, ich habe vergessen, Anja mitzunehmen. Das gibt's doch nicht. Oh, das war scheiße. Sorry, da muss ich laden. Da muss ich mal ganz kurz laden. Das tut mir leid. Aber das, finde ich unfair. Weil eigentlich habe ich alle ausgewählt. Und aufgrund so einer Dummheit werde ich bestimmt nicht jemanden verlieren wollen. So, wo läuft der denn hin? Ich bin doch hier unten. Auf die links lang. Da kommen sie wieder. So, Höllenhunde. Krass. So, okay. Sonja hat ein bisschen gelitten. Kann ich das abbrechen? Mach mit Rechtsklick. Hey, wir sammeln uns mal ganz kurz hier. Machen wir mal eine Runde Heilung bitte auf alle. So, und dann suchen wir uns mal den Käfig. Oha. Okay, wen nehmen wir dafür? Ich würde sagen, wir nehmen Astrid. So, Sonja geht mal hier hin. Anja, geht mal hier hinten rein. Ach, scheiße, scheiße, von da drüben kommt er. Ja, klasse, jetzt habe ich vergessen. Ja, jetzt habe ich Sonja wieder ausgewählt. Jetzt wird wahrscheinlich die nächste Welle kommen. Ja, da kommt sie auch schon wieder. So, nächste Welle. Überstanden und gerettet. Andrew. Ja, teilt euch immer auf. Sehr gut. Das ist immer am sichersten, wenn man alleine läuft. Haben wir ja gerade gesehen. Okay, da haben ein paar gelitten. Aber wir schaffen es. Gut, im zweiten Versuch zwar erst, aber ja. Das tut mir leid. Rescued. So, ein paar Höllenhunde haben wir besiegt. Dämonen. Ja, gut. Von den Höllenhunden kriegen wir, glaube ich, auch immer diese Felle.
So, dann würde ich sagen, frühstücken wir die drei Sachen hier gleich nochmal ab, wenn wir da sind. Gleich mal auf dem Rückweg einfach. Uns geht es ja noch halbwegs gut. So, wir kämpfen natürlich wieder manuell. Ah, das ist eine gute Karte. Oh, weil wir gehen erstmal mit dem Feuerkobold. So. So, irgendwo sind aber noch Gegner. Da kommt der nächste Gegner. Nochmal ein Feuerkobold. Und nochmal ein normaler Kobold. Gut. 76 Gemüse. So, 4 Gegner, okay. Da oben haben wir schon die erste Kiste. Okay, stopp, wir bleiben hier stehen. Stopp, stopp, stopp. Und der Feuerkobold. Ja, Dämon und einen Gegner haben wir noch. Ja, da hinten ist er. So. Kleines bisschen Schaden erlitten. 40 Wasser, 6 Pfeile und dann nehmen wir auch das hier mit. Und anschließend geht's gen Heimat. Jo, kämpfen. So, alle bitte auswählen, danke. Oh, da kommt schon der erste Gegner. Okay, so, erste Welle überstanden. Da kommt der nächste. Also, teilweise muss man echt mal drauf achten, wie man die Leute positioniert. Aber ich glaube, dass am Anfang geht das immer noch. Gut, okay, dann sagen wir herzlich willkommen, Andrew. Noch ein Priester. Zum Glück haben wir davon nicht schon einen. Er ist Bauarbeiter. Oha, das ist natürlich sehr gut. Abenteuerlustig und Berserker. Also als Abbauer ein geiler Typ. Sehr geiler Typ. Okay, Rituale. Na gut, Rituale machen wir nicht so oft. Sehr schön, Andrew. Herzlich willkommen. Nahkampf, Fernkampf ist hier wahrscheinlich relativ Bockwurst, oder? Ne, er hat Bogengenauigkeit. Gut, dann wirst auch du ein Fernkämpfer. Müssen wir hier nur so einen Kompositbogen herstellen. Und eine Rüstung bräuchten wir noch. So, dann gehen wir auch mal hier... Haben wir alles hier weggeholzt? Ne, noch nicht. Warten wir ganz kurz ab. Und dann werden wir unsere Baumfarm schon mal abarbeiten. Hier unten wird der Platz geschaffen für den magischen Kreis, der als nächstes kommt. Damit wir den schon mal setzen können. So, ansonsten, wir haben eigentlich alles gebaut, ne? Trainingsplatz baue ich nicht. Weil, ganz ehrlich, ich habe immer noch nicht den Sinn vom Trainingsplatz ergründen können. Dementsprechend lassen wir es. So, sehr schön, vielen Dank. Magischer Kreis. Könnt das hier auch nochmal abhacken. Und bitte jetzt unsere Baumfarm schon mal anfangen abzuhacken. 65. Naja, geht ja schon mal voran. Wir könnten natürlich auch bei Handwerk, wir können mal hier automatisch, also mindestens hätte ich gerne immer 20 am Start. Mindestens 20 Bretter und mindestens 20 Ziegel. Oh, nicht 120, das sind viele vielleicht. Aber mindestens davon, maximal, ja, das ist mir egal. Aber dann stellen wir automatisch immer gewissen Grundbedarf schon mal her. Und müssen uns darum nicht kümmern. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee von mir. Was haben wir denn noch? Improvisiert. Komm, wir machen einfach mal den improvisierten Sprengstoff, dann haben wir ihn. So, hier sind wir durch erstmal. Hier sind wir durch erstmal. Und hier können wir noch die beiden Verarbeitungssachen machen. Und bei Okkultes haben wir noch. Okay,
Okay, schaltet frei Hexenfluch. Alter Schwede, ist das eine Fernkampfwaffe? Also eine Pistole? Angriffs... Okay, Schaden ist 20. Angriffsgeschwindigkeit 3,8. Reichweite 5. Genauigkeit. Also sie macht mehr Schaden pro Sekunde. Hier Rüstungsdurchdringung. Na, vielleicht werden wir Hexenfluch als nächstes... was heißt als nächstes? Jetzt erforschen. Was braucht man dafür? Oh Gott, Ektoplasma und Harz. Ach du Scheiße. Das haben wir nicht. Das haben wir ganz und gar nicht. So, dann zeige ich euch mal ganz kurz die Krankenstation. Also, hier hätten wir die Möglichkeit, wenn wir auf Heilen klicken. Achso, da kommt aber mal die Erklärung. Überlebende werden auf der Krankenstation und auf der Krankenstation mit Hilfe medizinischer Vorräte viel schneller geheilt. Die Heilung von Überlebenden benötigt Medizin. Deswegen sammeln wir übrigens die Sachen hier. Wähle die Überlebenden, die Heilung benötigen, und stelle mit den Gesundheitsreglern die zu heilende Menge an Gesundheit ein. Solange sie gesund gepflegt werden, schlafen Überlebende in verfügbaren Betten der Krankenstation. Also, jetzt hätten wir beispielsweise Lauren, und da sehen wir, wenn wir 4 Medizin aufbrauchen, 9 haben wir aktuell, könnten wir sie ganz schnell nach oben heilen. Wir können auch weniger machen. Das sind immer 4er Schritte, ne? Ne, 6er Schritte sind's. Ne, random ist es. Okay. Jetzt brauche ich sogar nur noch 2. Achso, weil sie sich gerade automatisch heilt, weil sie pennt. Ja. Aber so würde die Krankenstation funktionieren. Beziehungsweise so funktioniert sie. Und dementsprechend könnten wir dann immer unsere Leute schnell hochheilen. Aber ich sehe eigentlich erstmal noch keinen Grund, warum ich das machen sollte. Weil noch haben wir die Zeit eigentlich. Und von daher passt das. So, Andrew, herzlich willkommen. Und einmal Bogen. Einmal Rüstung. Mann, ey, voll ein Frosch im Hals. Nicht schön. Geh raus. Alte Kröte. Was machen wir noch? Wir bauen noch Steine ab. Wir bauen, ja, definitiv Holz ab. Und noch ein bisschen Lehm. Lehm aktuell 17, ja. Steine, ja gut, Steine haben wir ein bisschen mehr. Holz haben wir auch ein bisschen mehr. Das passt also. So, mal ganz kurz Forschung. Metal Weapons, Kampfmesser, was braucht man dafür? Metalle. Wie kriege ich Metalle? Wahrscheinlich bei Herstellen. Hier, Metallmine. Okay, wir müssen definitiv mal demnächst losgehen und so ein Forschungsbuch uns besorgen. Metallrüstung. Schwert des Paracelsus. Pulver. Schießpulver. Für einen Molly brauchen wir Schwefel und Wolle. Naja, wie gesagt, bin so ein bisschen ungehalten deswegen. So, wir machen aber mal uns einen Holzschild. Lauren mit einem Holzschild jetzt umherlaufen kann. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Suche nach Ethas Schrein. Oder Meister Ethas Schrein. So, ein Bäumchen fehlt noch. Aber der ist auch gleich fertig. Und dann haben wir schon unsere erste Baumfarm einmal komplett abgeholzt. Ach, wunderbar. Da ist doch noch einer gewachsen, der sich versteckelt hat. So, wenn wir das weg haben, dann bauen wir uns direkt die nächste Baumfarm. Wobei, wir könnten hier hinten auch eine riesengroße bauen. Müssen wir natürlich auch bauen gehen. Dann machen wir einfach hier eine riesen Baumfarm jetzt hin. So, ich denke mal, das reicht erstmal. Dann kann Timmy die Bäume neu anbauen. Das hier kann dann auch nach und nach weggeholzt werden. Und dann passt das. So, Lauren ist fit. Lauren kriegt ihr... Okay, wir haben es noch nicht. Ihr Schildchen. Andrew, stellst du es her? Ne, Andrew baut. Was ist denn Andrew eigentlich? Da, Bauarbeiter Andrew. Und Tim.
Timmy, auch Bauarbeiter. Also mit den beiden haben wir, glaube ich, eine ganz gute Kombo zusammengestellt. So, hier ist der magische Kreis. Und hier könnten wir jetzt gewisse Rituale machen. Also zum Beispiel ein Wachstumsritual. Dass jetzt neue Bäume wachsen auf der Karte. Hier würde es 720 Sekunden regnen. Seht ihr, Effizienz und Bedürfnisse vom Bauernhof sind besser. Oder Glückskopfgeld. Chance auf doppeltes Plündern plus 10%. Und manche Sachen brauchen halt, oder es braucht alles hier so gewisse Grundvoraussetzungen. Und unten die Zeiten, seht ihr, 840 Arbeitsschritte. Das dauert ewig, bis das mal quasi umgesetzt wird, beziehungsweise beschworen wird. Also da geht echt viel Zeit ins Land. So, Anja, Abbauerin habe ich sie genommen. Ja, machst du auch gleich nochmal. Oder mal 30% mehr. Anja macht nur Fähigkeiten, die mit A beginnen, ihrem Namen quasi zu ehren. Aufklären, Alien entführter, Abbau, Abbau. Ausgezeichnet, Anja. Absolut ausgezeichnet. Te Arbeit. So, dann knallt mir mal die Baumfarm hier hin. Da haben wir noch ein bisschen was abzubauen. Da haben wir noch ein bisschen was abzubauen. Hilfe benötigt, sehr schön. Okay, na das passt ja. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal kurz den Kollegen retten. Und wenn wir eh schon im Nordwesten sind. Nordwesten oder Nordosten? Nordwesten. Dann können wir auch mal Ethas Schrein besuchen. So, die Wölfe ziehen wieder los. Essen. Okay, Wasser ist stark nach unten gegangen. Aber müssen wir demnächst mal wieder ein bisschen was sammeln. Oder wenn wir jetzt hier gerade eh schon auf Loot-Tour sind. Gucken wir mal, ob wir vielleicht den ein oder anderen Spot finden, wo wir Wasser bekommen. So. Dann gucken wir mal. Okay, da sind die Gegner. Ja, sie splitten sich. Ah, okay, jetzt kommen sie wieder zusammen. Schade. Okay, jetzt kommen sie. Okay, das waren die Gegner. Aktuell, na gut, Karl hat ein oder ein paar Gesundheitspunkte verloren. So, und jetzt werden wir uns auch mal gleich richtig aufstellen. Also, Kralle wird den Dings öffnen. Anja geht mal hier hin, Anja geht da hin. Müssen sie natürlich auch von unten kommen. Wenn sie jetzt von links kommen, bin ich am Arsch. Okay, sie kommen von unten. Scheiße, da oben kommen sie. Ein Glück noch gerade gesehen. Okay, Astrid hat ordentlich gesuffert. Und wir haben Milan befreit. Sehr gut. Na, Astrid, na. Gut. Ach, Milan ist eine Frau. Okay. Aber ich muss sagen, dass ich bis jetzt echt überrascht bin, was der Namensgenerator hier für Namen ausspuckt. Also in der Runde, die ich mal so angetestet hatte, da sind die Namen rausgekommen. June, July, May. Also da hatten wir irgendwann ein Viertel des Jahres hatten wir quasi bei uns im Camp gehabt. Ich hatte sogar zeitweise zwei Mays. Also ich hatte eine gefunden und die, glaube, kurze Zeit später habe ich gleich noch eine May gefunden. War auch ganz lustig, mal das anzusehen. So, wie gesagt, ich hätte gern Wasser. Aber hier ist kein Wasser. Na gut, wir plündern erstmal ein bisschen. Oh, da ist übrigens Ethas Schrein. Da haben wir ihn gefunden, Ethas Schrein. So, eine kleine Fabrikanlage. Da sind die Gegner. Geringer Dämon. Oh Gott, da kommen sie. Okay, das war nur die erste Welle. Irgendwo sind noch ein paar. Da haben wir schon mal was zum Looten.
Ah, da unten. Feuerkobold. Okay, sehr schön. So, Beute, Schrott und Stein. Das ist fein. So, Ethas Schrein. Gemeinsam sicher. Das Gebiet um Ethas Schrein ist voll von den Dämonen. Ihr werdet mehr Schlagkraft brauchen, um mit ihnen fertig zu werden. Ein paar weitere Überlebende wären eine willkommene Ergänzung für eure Siedlung. Auch wenn ihr nicht geplant hattet, eine Rettungstruppe zu werden, ist das jetzt vermutlich das Wichtigste. Die wichtigste Aufgabe der Gruppe. Die neuen Mitglieder und die Fetzen an Informationen, die sie liefern, sind von unschätzbarem Wert und die zusätzlichen Hände machen das Überleben dieser verzweifelten Siedlung ein wenig wahrscheinlicher. Die landwirtschaftlichen Bestreben der Gruppe werden immer effizienter. Da die Gruppe aber immer weiter wächst, wird es zunehmend wichtiger, einen Teil deiner Nahrung zu horten. Also 8 Überlebende haben wir und 150 Nahrung. Da fehlt's noch. Automatisieren haben wir, glaube ich, lang und breit schon erklärt, oder ich? Schnitter will ich ehrlich gesagt noch nicht hier. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal hin. Da gibt es nochmal Water. Gibt es überall kein Wasser? Hier gibt es nochmal Wasser. Da werden wir auch nochmal vorbeigehen. Und uns auch noch. Ja, papa! Nochmal eine Portion Wasser besorgen. Okay, da kommen schon die Gegner. Ach, natürlich ein Feuerkobold. Kleine Stricher. So, okay, mit Deckung gearbeitet. Na, kommt ihr hoch? Nö. Dann laufen wir den Jungs und Mädels mal entgegen. Hier ist auch ein guter Spot, muss ich sagen. So. So, ein kleines bisschen haben wir gelitten. 37 Wasser. Und hier war das Wasser, ne? Ja. Dann gehen wir da nochmal hin. Pfeile brauchen wir eigentlich nicht. Wasser ist schon wichtiger. Und die paar Gegner, die wir hier haben. Drei geringe Kobolde. Dämonen und ein Kobold. Ja, Wasserknappheit. Wir kämpfen gerade gegen die Wasserknappheit an. Indem wir auf Loot-Tour gehen. Hallo, meine Lieben. Ja, ärgerlich. Ah, es war ein bisschen ungünstig. Hallo. Gut, und Wasser kriegen wir nochmal 48. Wunderschön. So, dann gen Heimat. Und wir gucken uns mal die gute Milan an. Fähigkeit, mein Liebe. Sie ist Kampfsportlerin. Yeah. Berserk. Faul und gesund. Also, Nahkampf, Nahkampf. Angriffsgeschwindigkeit. Arbeitsgeschwindigkeit minus. Ausweichen minus. Fähigkeit Stromschlag. Okay. Genauigkeit minus. Energie minus. Dafür Gesundheit hoch und Schaden hoch. Also, absolute Nahkämpferin. Pretty good. Dann gibt's einmal das und einmal das nochmal. Und Milan werden wir definitiv auch in unseren Kampfsquad mit reinnehmen. So, weiter geht's. Was kannst du an Arbeit? Glaube ich gar nichts, ne? Genau, Milan kann nichts. Und wenn ich sage, sie kann nichts, dann meine ich tatsächlich auch, sie kann wirklich gar nichts. Level up für Kralle. Kralle ist Handwerker und wird das auch weiterhin sein. 110 herstellen. So, und die gute Milan kriegt... Achso, stellen wir gerade erst her. Eine Rüstung brauchen wir aber noch. So, Baumfarm. Okay, fehlen noch ein paar Sachen. So, hier holen sich die Leute. Ach, guck mal an. Drei Betten und die werden alle genutzt. Sehr geil. So, Essen haben wir auch 125. Wasser jetzt wieder 124. Ganz ehrlich, Wasser. Aber jetzt auch hier 175 und 150. Nicht, dass er hier immer wieder rumpault. Dass er zu wenig hat. So, einmal das. Dann ist sie perfekt ausgestattet. Musst du noch in unseren Squad rein. Und wem wollte ich noch was geben? Lauren wollte ich auch noch ein Schild geben. So, Milan, Kämpferin. Ach, ich kann maximal 5 auf eine Reise mitnehmen. Okay. Dann lassen wir zu Hause... Schaden plus 10.
ausweichen. Genauigkeit schlecht. Ja, Sonja muss auf jeden Fall mit. Ausweichen, Genauigkeit. Anja lass mal zu Hause. Dann gehen wir mit 4 Nahkämpfern los. Und einem Fernkämpfer. Also, Squad besteht jetzt aus Kralle, Lauren, Milan, Astrid, Sonja. Kralle, Astrid, Sonja, Anja, Lauren, Milan. Oh Gott, wer war jetzt nicht mehr dabei? Lauren. Ne, Lauren ist dabei. Anja, Sonja, Astrid. Anja ist nicht mehr dabei. Ja. Alles klar, dann geht Anja nach hinten. Ist die 7. Machen wir so. Wie gesagt, ich hätte gern hier noch so ein kleines Symbol. Hier zum Beispiel so ein Wolfssymbol, wo man einfach sieht, in welchem Squad die Jungs und Mädels sind. Ich glaube, das würde das ein bisschen einfacher machen, hier die Übersicht zu behalten. Aber egal. Alles ja nur Kleinigkeiten. So. Holz 150, Steine 218, Lehm 62, Wolle haben wir jetzt auch schon 55. In Zahlen 5 und 50, ja. Möchte ich nur mal erwähnen. So, gebaut haben wir alles, außer Trainingsstätte. Sandsäcke könnten wir auch mal machen zur Verteidigung. Wobei wir gerade einen ganz guten oder ganz niedrigen Aufmerksamkeitswert haben. Forschung, können wir hier noch irgendwas machen? Meditation, Aufmerksamkeitserzeugung, minus 5. Das müssen wir auf jeden Fall lernen. Das hätte ich schon viel früher machen sollen. Hier sind wir durch. Metallverarbeitung. Ja, können wir auch nicht mehr machen. Lederverarbeitung. Das müssen wir noch machen. Ansonsten sind wir erstmal tatsächlich mit der Forschung im normalen Bereich komplett durch. Wie gesagt, da brauchen wir jetzt noch dieses Buch dafür. Können wir mal ganz kurz gucken auf der Karte. Und zum Abschluss der Folge. Wir können ja hier oben nach Gegenständen sortieren. Und dann sagen wir einfach, okay, wir kennen keinen Ort, wo es Bücher gibt. Sehr gut. Dann müssen wir erstmal auf Erkundungstour gehen demnächst. Das ist unschön. Müssen wir mal eine Runde erkunden gehen. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.